So, kommen wir zur 23e. Hier geht es um die sekundären Gemeinkosten. Und das sollen, die sollen wir berechnen. Also doch Seite 24. Und hier ist gegeben in der Aufgabe, welche sekundären Gemeinkosten ergeben sich für die Endkostenstellen, wenn die Verrechnungssätze für Reparaturleistung 19,50 und für die Kantine 4,20 €. Und das ist jetzt hier für die Teilaufgabe E, also die hat uns noch nicht zu interessieren, sondern für die Reparaturleistung. Okay, was sind die sekundären Gemeinkosten? Also hier oben haben wir ja die primären Gemeinkosten, das ist die Aufsummierung von Gehältern, Energie, kalkulatorischen Abschreibungen, Zinsen, sonstige Gemeinkosten, Punkt, Punkt, Punkt. Und wir haben die sekundären Gemeinkosten, das sind die Kosten, die hier bei dieser Umlagerung passieren, auf die Endkostenstellen. Also quasi ergibt sich denn der ganze Sache daraus. Ich schreibe hier oben nochmal die Verrechnungssätze halt hin. Also haben wir für Reparaturware 19,50 € die Stunde. Die Stunde. Und für die Kantine war das Ganze Kantine. Kantine ist gleich. Da war es 4,20 €. Okay. Und jetzt fangen wir ganz an. Also Material. Ich muss mal ein bisschen kleiner schreiben. Also dort hätten wir dann 50 mal 19,50 € plus 200 mal 4,20 €. Das Ganze ausgerechnet, kommen wir auf 1815 sekundäre Gemeinkosten beim Material. Jetzt haben wir das Ganze für die Vorfertigung. Dort haben wir 280 mal 19,50 € plus 360 mal 4,20 € und kommen damit auf sekundären Gemeinkosten von 6.972. 6.972. Dann haben wir die Endfertigung und dort haben wir dann 170 mal 19,50 € plus 450 mal 4,20 € und kommen hier auf sekundäre Gemeinkosten von 5.205. 5.205. Und wenn wir das jetzt noch für VV machen, ist gleich. Und dort haben wir natürlich 0 mal 19,50 € plus 140 mal 4,20 € und kommen auf sekundäre Gemeinkosten von 588 €. Gut, das war's dazu. Falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr mir die gerne stellen. Ansonsten viel Spaß weiterhin.